So, hi Leute. Mich hat euch etwas aufgeregt. Ich hatte sowas aufgeregt heute. Davon erzähle ich gleich. Gebt erstmal ein Abo da. Und zwar, ich war heute in der Eisdiele, ja? Und ich habe gesagt, ich will Nougat, dann will ich Cookie und dann will ich Cappuccino. Was ist passiert? Ich habe auch gesagt, ich will diese neue Sorte haben, ne? So, ich fand diese Eisdiele ganz cool. Ganz chillig. Hab gesagt, ich will Sahne. Das haben sie auch gemacht und so. Und auch die Kugeln reingetan. Das einzige fucking Ding ist, die hat einfach kein Cookie reingetan. Ich hab doch gesagt, mach doch Cookie rein. Fucking Cookie. Kannst du das nicht merken, Eisdielenverkäuferin? Ich hab dir zweimal gesagt, ich will Cookie und nicht nur Nougat und Cappuccino und Sahne. Was verstehst du daran nicht? Boah, ich habe mich in dem Moment so scheiße gefühlt, weil ich mich erst aufgeregt habe. So, meine Fresse, Junge. Jetzt noch einmal. Eine Ansage an dich als Verkäuferin, falls du das Video siehst. Gib dir mehr Mühe und hör auf die Kunden, was sie dir gesagt haben. Wenn dir jemand zum Beispiel sagt, ich will Erdbeere, dann gib ihm Erdbeere. Wenn jemand sagt, ich will Schoko, dann gib ihm Schoko. Wenn dir jemand sagt, gib ihm Vanille, dann gib ihm Vanille auch. Und vergiss es nicht einfach. Ein Hirn ist dazu da, nachzudenken. Denk nach nächstes Mal als Verkäuferin. Ich gehe zu deinem verdammten Laden nicht mehr, weil ich mich so darüber aufrege, dass du einfach sowas vergisst. Obwohl du ein kleines Hirn hast, das du dir merken kannst. Dann bis bald. Alter Junge.